sprechen. Ach du Scheiße, dann habe ich mir genau richtig ausgesucht, an der richtigen Stelle. Ach Mann, oh Meter. Ah, nö, ich nehm den hier. So. Die ist besser, die kommt mir jetzt gleich. Die Frau. Vielleicht ist der andere dann auch in der Zeit schon fertig. Du bist unter Alkoholeinfluss gefahren. So, Fahrer. Fahren. Ja, die Wacke da konnte ich schon rum, die Weltmeister. Ich habe sie angehalten, weil sie seine Fahrer länger. Das sieht so aus, wie ich mich fühle, zum Kotzen. Ich war etwas abgelenkt, hab einen guten Radiosender gesucht. Ich muss nicht dazu sagen, wa? Steigen Sie aus und kommen Sie auf den Bürgersteig. Naja. Aber bevor er jetzt noch nicht in Sack und Tüten ist und so weiter, also, na, ich werde jetzt auch noch morgen mit meiner Frau drüber sprechen, weil, dass ich das machen werde, aber wie gesagt, hier in Neuruppin ist eine Katastrophe beruflich. Und das ist echt anstrengend. Wenn man hier arbeiten möchte, muss man damit rechnen, dass man ausgenutzt wird. Das habe ich in keinem anderen Bundesland so erlebt. Aber hier in Neuruppin, in der Stadt der Rentner, ist das echt pervers. So, Durchsuchung. Ich muss Sie durchsuchen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. So, Springmesser. Illegalen Gegenstand gefunden. Alkohol am Steuer. ich werde jetzt mal kurz dein Auto durchsuchen. Ja, schön für dich. So, durchsuchen. Steck deinen Kopf nicht so tief rein. Vielleicht gefällt es der Frau noch. So, wenn du dich bückst, meine ich. Kann man nicht mal sehen, wie der Kofferraum aussieht? Gut, okay. Dann soll die Schrottkarre mal abgeholt werden. Und du wirst festgenommen. Ich hab dich gesehen am Auto. Ich guck noch mal nach dem Ausweis. Ich weiß nicht, ob ich den vergessen habe oder gemacht habe. Ich habe jetzt so viel gequatscht. Sicher ist sicher. Aber der war in Ordnung. Okay. Ja. Nee, Handschellen. Illegale Gegenstand, Springmesser. Na, vor allen Dingen, ich bin krank und demnächst ist der Geburtstag meiner Tochter. Ich habe schon ein richtig schönes, großes Geschenk für den Tag, was man auch die nächsten Jahre machen kann. Und, ich hoffe, ich bin dann wieder fit. Aber es wird von Tag zu Tag besser. Ich konnte die Nacht das erste Mal richtig... Meine Güte, das erste Mal richtig schlafen. Ihr merkt schon, ich höre mich nicht gesund an, ich höre mich krank an. Beziehungsweise, ja, ich muss ständig zwischendurch husten, deswegen bin ich froh, dass ich die Pause-Taste habe. Ja, du wirst abgeholt, Puppe. Naja, ich bin mal gespannt, was draus wird. Also ich will es ja, dass ich beruflich was schaffe. Wenn ich jetzt die Branche wechseln muss. Mir ist wichtig, dass ich da drin auch Spaß habe und dass ich mich um mein Kind kümmern kann. Und es ist pervers. Wenn man eingestellt wird mit Voraussetzungen, die im Arbeitsvertrag drin stehen und der Arbeitgeber sich auf einmal nicht mehr daran erinnern kann und sich auch nicht daran erinnern möchte, erwähnt man das einmal mit dem Arbeitsvertrag, wird man erstmal schön ordentlich gemobbt. Das ist nicht mehr normal. Es darf da überhaupt stehen? Will ich nicht. Hier? Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Gut. Okay, was ist denn los hier?
Ah, gut, dass ich angehalten habe. So, aber die 6. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Hallo, Officer. Meine Güte, ich muss die ganze Zeit husten, ist das pervers. So, ich hoffe, der kommt jetzt. Super. Komm mal ran hier. Du bist unter Alkoholeinfluss gefahren? Ja. Ja, ich bin zuversichtlich, dass ich das schaffen werde, allerdings. Na, in meinem Alter mit Kind wird das eine ganz schöne Herausforderung sein, eine Branche, die ich zwar kenne, aber nicht so intensiv kenne, wie ich das da eigentlich muss. Aussteigen, erstmal Ausweis. Ich möchte gerne Ihren Personalausweis und Ihre Versicherung sehen, bitte. Natürlich, Officer, bitteschön. Das ist in Ordnung. Gerötete Augen. Bitte steigen Sie aus und kommen Sie auf den Bürgersteig. Aber mal ehrlich, was würdet ihr machen, wenn ihr umzieht und merkt, ihr werdet auf Dauer. Ihr werdet auf Dauer arbeitslos sein, weil euer Beruf es in dieser Branche, in dieser Region nicht gibt und ihr habt keine Chance auf irgendwelche Anpassungen, Nachqualifizierung oder zu irgendwelche Qualifizierungen, um das dann eben in dieser Region qualifizieren zu lassen. Ihr würdet wahrscheinlich, also diejenigen, die keine Lust haben, die würden dann auf Hartz IV machen, aber derjenige, der wirklich was schaffen möchte, der wird dann wahrscheinlich auch die Branche wechseln und ins irgendwas machen. Und das ist. Bitte, tun Sie das nicht! Ihr würdet wahrscheinlich genauso handeln, dass ihr dann irgendwelche Mittel und Wege sucht, um das dann irgendwie zu schaffen, wa? Gut. So, du wirst nochmal durchsucht. Ich muss sie durchsuchen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. Meine Güte. Ich muss ja schnell auf Pause drücken. Aber das sieht erstmal gut aus. Du kannst abgeholt werden. Warum schönen Tag noch. Tschüss. Verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Ja. So, gleich ist die Schicht auch vorbei. Ich bin auch ehrlich gesagt ganz froh, dass meine Vermittlerin da auch so mitspielt. Weil sie weiß ganz genau, dass ich mich angestrengt habe, dass ich das nicht ohne Grund gemacht habe. Dass ich einfach wirklich alle Optionen erstmal rausgesucht habe, bevor ich mich irgendwie entscheide. Und es gibt keine Option. Ja klar, es gibt wie gesagt die Option, ich könnte mich quasi zurücklehnen. Auf die Couch legen, jeden Morgen ausschlafen, Kind in die Kita bringen und dann auf den Bund machen auf Staatskosten. Naja, auch was für eine kleine Zeit. Aber dann würde mir auch persönlich langweilig werden. Würde ich vielleicht bei ein, zwei Monate Hartz IV machen, um einfach mal runterzufahren von der Arbeitswelt, weil es einfach sonst nicht geht, weil man sonst einfach verzweifelt teilweise bei manchen Situationen, wenn man im Beruf ist, wo man sich denkt, oh Gott. Muss das denn sein? Gerade in der sozialen Branche, wo ich bin, erlebt man ja so viel und man hat so viele Fälle, man könnte Geschichte erzählen. Man kann so viel, man erlebt wirklich die Sachen, weil man auch wirklich mitwirkt in diesen Situationen. Okay, ich bin außerhalb meines Radios. Ich suche nämlich gerade mein Polizeirevier. Weil es gibt hier keine Toten, keine Unfälle, gar nichts. Hier gibt es einen Quersteher. Also, hier sitzt es bei jemandem quer. Den werde ich mir mal vornehmen und nachnehmen. So, kommst mal, ja, der wird von vorne. Strafzettel. Immer die Autos, die es von vorne haben wollen. Ey, wir sind hier in Reifenhausen, wa? Und der ist genauso hier, den nehme ich auch gleich mit. Strafzettel, falsche Richtung, so. Naja. Ich freue mich schon.
vor allem es sind Dozenten, die das machen, die aus dem Leben sind, die direkt nicht angestellt sind, sondern auch in verschiedenen Firmen arbeiten, die eigentlich wissen, worauf es ankommt und auch wissen, wo Leute gesucht werden. Das ist ja wichtig. Da kann ich vielleicht so durch die Blume mal wieder, ich hatte mit meinem Blümchen, immer so hinterfragen, so vielleicht kurz vor Ladenschluss. Kennst du eine Firma, wo man sich bewerben kann? Eventuell, nee, die sind scheiße. Nicht, dass das Auto war scheiße, weil das steht am falschen Ort. Und ja, zusätzlich habe ich meine Arbeitsvermittlerin auch gesagt, dass ich sie gerne Mitwirkung bitte, indem sie mir einfach in dem Bereich Angebote schickt. Die werden dann zwar nicht aktuell sein, ist aber scheißegal, denn die Firmen suchen ja öfter, weil es den Beruf eben relativ noch nicht gibt. Sie meinte, dass man dafür ein Studium braucht und dies und das und jenes, wo ich dann gesagt habe, nee, dieser Beruf ist jung, dafür gibt es noch nicht mal eine Ausbildung oder sonst was. Und das muss alles erstmal klassifiziert werden, in dem Falle. Ist ja nicht scheiß Polizeistation. Und auf jeden Fall. Habe ich jetzt erstmal so erzählt, das ganze Für und Wenn und wieso, weshalb, warum. Möchte jemand abhauen? Oh, danke schön, dass du mir jetzt zeigst, wo ich hin muss. Ey, ich hab schon gedacht, ich will die Polizeistation gar nicht mehr. Meine Güte. Bus. Dich nehme ich aber mit. Abschleppen. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Den nehme ich noch mit. Klar, wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. So, ich gehe mal auf die Map, bevor ich wieder ewig suche. Ich bin jetzt hier und die Polizeistation ist hier. Okay. Ich muss das quasi einmal hier im Kreis laufen. Okay, mache ich mal. Ah ja. Ich freue mich, weil vor allen Dingen, wenn ich das mache, kann ich auch meine Kanäle und so weiter so gut pflegen, dass ich eventuell später ja nicht mehr auf dem Arbeitgeber großartig angewiesen bin, weil ich meine Kanäle so doll aufpimpen kann durch die Fortbildung, Weiterbildung, Berufserfahrung später eventuell, dass ich später wirklich nur sagen kann, wisst ihr, lieber Arbeitgeber, ich arbeite nur 10 Stunden für dich, damit die Krankenversicherung bezahlt wird. Den Rest mache ich einmal so. Über Content und so weiter. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, aber wer nichts probiert, der schafft auch nichts, wa? So, jetzt kann ich das Ding ja nicht mal wegmachen. Oh, ist noch ein bisschen hin, wa? So, verlassen. Also ich wünsche noch einen schönen Tag, also euch. Und danke fürs Zuschauen. Und ja, das ist jetzt eine einzelne Folge, deswegen mache ich jetzt Schluss. Weil genau jetzt fängt einer meiner Lieblingsserien an. Special Victims Unit. Law and Order. Ja, bye bye.